Ja, moin Freunde, ich grüße euch. Ich heiße der Jens und ihr seid auf dem Koschmix-Kanal und ich drehe heute mal ein Video von drinnen, denn ich möchte eine kleine Tagging-Runde starten. Und zwar möchte ich von euch wissen, welche Outdoor-Apps ihr für sinnvoll erachtet. Ja Freunde, ich gehe davon aus, dass fast jeder von euch, wenn er draußen unterwegs ist, ein Smartphone dabei hat. Das ist ja mittlerweile heute State of the Art. Und es gibt natürlich für das Smartphone unzählige Apps, die mal mehr oder mal weniger sinnvoll sind. Und da ich immer noch auf der Suche bin nach wirklich sinnvollen Apps, wollte ich heute eine Tagging-Runde starten und von euch wissen, was ihr für Outdoor-Apps habt oder was ihr für Outdoor-Apps empfehlen könnt. Und da möchte ich natürlich dann auch mal mit meinen bescheidenen Apps, die ich habe, das sind eigentlich nur drei an der Zahl, mal anfangen. Zunächst einmal möchte ich euch vorstellen das Victorinox Schweizer Taschenmesser-App. Ich habe mir diese App gekauft, weil ich eigentlich mal eine gescheite Taschenlampe auf meinem Smartphone haben möchte. Es gibt viele Taschenlampen-Apps, aber die meisten wollen von euch mehr Daten haben, als euch lieb sind. Die habe ich alle rausgeschmissen, denn ich sehe nicht ein, warum eine Taschenlampen-App eure Position haben möchte. Das verstehe ich irgendwo nicht so ganz. So, hier haben wir dann natürlich auch noch so ein paar Spielereien, sinnvolle Spielereien drauf, wie ein Einheitenkonverter, wie ein Timer, eine Stoppuhr, ein Kompass. Das ist jetzt wieder outdoor-affin. Na, ich drehe uns mal hier Richtung Norden. Dann, wie ich schon angesprochen habe, die Taschenlampe. Dann haben wir eine Wasserwaage. Das sind aber Sachen, die muss man vorher erstmal kalibrieren und einstellen. Taschenrechner, eine Lupe, wo man einen Strich, keinen Strich besser sieht, das Ganze nochmal fokussieren kann. Mit Plus und mit Minus. Ein Spiegel, da könnt ihr mich jetzt hier sehen, wie ich euch mit der Kamera filme. Und Lineal. So, eigentlich weniger eine App für draußen, mehr so ein EDC-App, was man immer mal gut gebrauchen kann. Als nächstes möchte ich euch die App vorstellen, die ihr auch schon im vorletzten Video gesehen habt. Das ist Hilfe im Wald. Finde ich sehr sinnvoll. Ich habe mir auf meinen Wanderungen immer schon mal Gedanken gemacht, was passiert, wenn du irgendwo einen Unfall hast, du hast dich verstaucht oder du hast ein Bein gebrochen, kannst aber durchaus noch telefonieren oder sprechen. Was passiert dann? Wie sagst du dem Krankenwagen oder den Rettungskräften, wo du bist und wo sie hinkommen müssen? Und da ist diese App ganz tauglich. Denn zunächst einmal kannst du deine Position bestimmen. Die wird ja auch noch mit GPS-Daten angezeigt. Ich weiß nicht, wie fit die Polizisten sind oder die Rettungskräfte oder die Feuerwehr, ob sie mit diesen Längen und Breitengraden heutzutage noch was anfangen können, aber jeder, der Google Maps hat, der wird das auch noch beherrschen können. Dann seht ihr hier auf der Karte diese weißen Kreuze mit grünem Hintergrund. Und zwar sind das sogenannte Rettungspunkte. Ihr dürft euch jetzt hier nicht vorstellen, dass an diesem Punkt irgendwo ein Krankenhaus, eine Krankenschwester oder ein Arzt ist, sondern das sind markierte Wege oder Wegekreuzungen. Da findet ihr meistens einen Baum oder einen Stamm oder wie auch immer und da ist diese Nummer angeschlagen. Und wenn ihr diese Nummer durchgibt, dann könnt ihr den Krankenwagen oder den Rettungskräften sagen, wo ihr seid, mit Hilfe dieser Nummer. Dann können wir das Ganze noch verfeinern und können sagen, ich möchte wissen, wie weit ich da hingehen muss. Den Rettungspunkt habe ich hier eigentlich markiert, den auch. Und dann sagt er mir 3,3 Kilometer habe ich noch bis zu diesem Punkt und er navigiert mich auch dann dahin. Wir können das nochmal machen mit einem anderen Punkt. Das muss ich erstmal verkleinern, um den Punkt zu suchen. Hier nehmen wir diesen Punkt. Und auch hier kann ich dann wieder eingeben und habe dann 5 Kilometer. So kann ich mir unter Umständen, wenn ich mir nicht sicher bin und habe mehrere Rettungspunkte, den kürzesten dabei raussuchen. Also finde ich ganz schön gut, diese App. Und ihr seht hier in meiner näheren Umgebung befinden sich doch recht viele von diesen Punkten. Hier ist dann alles voll, das ist die nächstgrößere Stadt. Also, da ist schon heftig was los. So, ihr könnt dann hier hinter dem Hörer dann noch einen Notfallkontakt hinterlegen oder einfach nur die 110 oder 112. Hier können wir noch diverse Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel ein Luftbild, das haben wir jetzt. Oder eine Karte, eine topografische Karte.
und das Ganze wieder wegmachen. Eine App, die ich euch jetzt noch vorstellen möchte, ist vom Bundesamt für Katastrophenschutz. Das ist die sogenannte NINA-App. Die ist erst, glaube ich, Anfang letzten Jahres rausgekommen. Ist auf meinem Smartphone auch noch so ein bisschen mängelbehaftet. Ich weiß nicht, ob es an der App liegt oder an meinem Smartphone. Es klemmt und hakelt schon mal so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz eine sehr sinnvolle App, die mir auch einigermaßen schon mal den Hintern gerettet hat letztes Jahr. Ich war nämlich auf einem Metal-Festival und da gab es dann so eine Art Sommersturm, wie soll ich das sagen, Starkregen und Hagel und starke Winde. Und wenn man sich dann vorstellt, man ist auf Gedeih und Verderb draußen und kann nicht eben mal abbrechen, dann kann man dann gucken, welches Wetter kommt jetzt auf mich zu und muss ich hier Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel Zelt sichern oder Zelt abbauen oder auch nicht. Und das Gott sei Dank auch mehr oder weniger, wenn es funktioniert, in Echtzeit. Wir haben also diverse Einstellungsmöglichkeiten noch hier unten. Zum Beispiel hier Notfallkontakt können wir einpflegen. Das habe ich aber noch nicht getan. Man kann hier unter Einstellungen noch sagen, ich möchte hier bei jedem markanten Wetter benachrichtigt werden oder eher bei schwerem Unwetter oder extremem Unwetter, so dass man das Ganze vielleicht für sich auch filtert. Und dann haben wir hier eine Karte, die wir dann öffnen können und mittels GPS zeigt er mir dann meine Position hier an, wo ich bin und zeigt mir dann auch die entsprechenden Unwettermeldungen. So, jetzt kommt das, was hier so ein bisschen hakelt immer. Ich gehe dann hier auf diesen Streifen und klicke auf Aktualisieren. Da sagt er mir im Moment 0. Dann gehe ich auf Unwetter. Da sagt er mir auch. Ja, jetzt hängt er wieder so ein bisschen. Gehen wir nochmal auf Aktualisieren. So, jetzt kommt's. Also jetzt haben wir hier das Ganze auch farbig hinterlegt und das Ganze auch mit entsprechenden Texten. Also wir sind jetzt hier im Bereich südlichem Harz, so unterhalb von Goslar, nördlich von Erfurt. An der innerdeutschen Grenze haben wir das stärkste Unwettergebiet, rot markiert. Das Ganze können wir auch nochmal anklicken. Hier in Echtzeit, 28.03.2016, 13.40 Uhr. Hier oben seht ihr, wir haben 13.48 Uhr. Kreis Harz, Bergland, Oberharz. Es treten oberhalb 1000 Meter orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 115 km pro Stunde auf. Handlungsempfehlung gibt er hier auch noch aus. Hinweis auf mögliche Gefahren. Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen. Sichern Sie die Gegenstände im Freien. Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten, Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien. Und das Ganze kommt hier vom Deutschen Wetterdienst. Also ihr seht also relativ in Echtzeit das Ganze mit Handlungsempfehlung und dem Kreis, wo es dann stattfindet. Das Ganze können wir uns hier auch noch als Liste anzeigen. Ist aber dann natürlich eher unübersichtlich, weil die Liste natürlich alles anzeigt. Hier sind wir zum Beispiel Kreis Freudenstadt, Kreis Calw, was ja eher dann südliches Baden-Württemberg ist. Dann hier in der nächsten Meldung Stadt Mülheim an der Ruhr, Kreis Unna, Stadt Wuppertal, also schon eher fast im Ruhrgebiet. Also tatsächlich, das ist eine App, die ich durchaus empfehlen kann und die einem das Leben draußen mitunter, ja, erleichtern möchte ich nicht sagen, aber die einem eine Handlungsalternative gibt und eine Handlungssicherheit, falls es denn mal zum Äußersten kommt. Ja, und damit möchte ich die ganze Sache schon beenden. Wie gesagt, ich habe nur drei Apps, die hier wichtig sind. Und ich möchte von euch jetzt mal wissen, welche Outdoor-Apps habt ihr noch so im Angebot? Oder welche Outdoor-Apps habt ihr noch so in der Empfehlung? Was könnt ihr empfehlen, was könnt ihr nicht empfehlen? Ich möchte hieraus eine Tagging-Runde machen, aber ohne jetzt hier Namen aufzurufen. Das finde ich immer so ein bisschen lästig, die Leute unter Druck zu setzen. So nach dem Motto, du möchtest jetzt oder du musst jetzt. Also jeder, der hier angesprochen oder sich angesprochen fühlt, der kann mir hier drauf ein Video machen. Vielleicht kommen ja einige Apps dann zustande und auch einige Handlungsalternativen für die anderen Zuschauer. Bis demnächst. Mach's gut.